Wir treffen auf einen sehr interessanten Gegner. Ich finde eigentlich, dass Heidenheim gut in die Saison reingestartet ist, dass sie aus ihrem 1-4-4-2 oder wenn sie auch dann eine Spitze mal zurückfallen lassen auf der 10er-Position mit einer nur spielen, dass es eine sehr variable Mannschaft ist. Die Spieler haben gezeigt, dass sie versuchen, Fußball zu spielen, dass wir ihn hinten eröffnen, aber dass sie halt auch ein typisches Spiel können, wenn sie sagen, es ist Robustheit gefragt, es ist gegen den Mann verteidigen gefragt, es ist auch dann mit dem hohen Ball zu operieren. Also wir werden auch einen sehr unangenehmen Trainer im Gegner treffen, weil ich den Trainer selbst auch noch kenne und ich weiß, wer als Spieler war. Und da war er auch sehr, sehr verbissen, unangenehm, hat seine Mannschaft immer nach vorne gepeitscht. Und das wird, aber wie die meisten Spiele, ich weiß ja, dass man ähnliche Dinge sagt, aber es ist nun mal so. Jedes Spiel muss immer erst gespielt werden, hat immer seine Gefahren und Tücken, die auch gegen dich gehen können. Und hier treffen wir auf eine Mannschaft, die mit Sicherheit im Defensivspiel sehr gut auf uns eingestellt sein wird, aber die auch versuchen wird, ihrerseits Fußball zu spielen.